Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcastes Der Börseninvestor von und mit Ulrich Müller. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast, der hat gefühlt das Marketing sozusagen erfunden. Er ist geboren worden 1961, also 3 Tage älter als ich. Und Stefan war 20 Jahre Unternehmer und professioneller Kommunikationsberater. Und ja, nach 22 Jahren und rund 30 Millionen Umsatz hat er seine Agentur Kolle und Rebbe veräußert und sich aus dieser Agenturarbeit auch mehr und mehr zurückgezogen, um einfach seine privaten Interessen stärker zu verfolgen. Er sagt so nett über sich, sein Glas ist immer halb voll und er beschreibt sich als sehr respektvollen und menschenfreundlichen Menschen. Besonders freut mich natürlich die Liebe zum HSV, die unsere, ja man kann glaube ich schon sagen, Freundschaft mittlerweile bestärkt. Und ja, lieber Stefan, ich freue mich, dass du heute hier bist und vielleicht magst du sagen, ob das so passt, wie ich dich beschrieben habe und ich dir einfach den Ball so mal zuschmeißen. Ja, wer ist eigentlich Stefan? Wer bist du? Was machst du genau? Den Ball nehme ich natürlich gerne entgegen, weil er besteht ja nur aus Rauten, aus HSV-Rauten. Auch wenn das ein eher tristes Thema ist aktuell, finde ich, sollte man das doch an der Stelle nochmal erwähnen. Es gibt sie noch, die wahren Freunde des HSV. Hier sitzen 2 davon. Das an die Gemeinde, die das da draußen hört. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, lieber Uli. Vielen Dank. An dem schönen Sommersonnentag heute hier. Was du dort über mich gesagt hast, ist sachlich, fachlich richtig. Ich bin seit gut 5 Jahren mittlerweile nicht mehr in der normalen, damals für mich normalen Agenturmühle mit 300 Angestellten und der entsprechenden Verantwortung mit Kunden, die einen nerven und auch glücklich machen, wenn sie denn vernünftiges Geld einlegen und den vielen Konflikten und den vielen schönen Momenten, die man da hat. Also das Auf und Ab dieser Zeit ist, habe ich hinter mir gelassen und jetzt geht es darum, und das war ja eine Frage, was machst du jetzt eigentlich, das Leben zu genießen. Und da gibt es viele Facetten, da gehört auch mal Arbeiten dazu, da gehört aber auch Reisen dazu, da gehört natürlich meine liebe Frau dazu und meine Kinder. Also ein rundum glückliches, zufriedenes Leben, ohne Stillstand. Ohne Stillstand ist ein Stichwort, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wer so einen großen Laden aufbaut, eine der führenden oder die führende Marketingagentur, ja glaube ich damals Deutschlands, kann man glaube ich sagen. Ja, wir waren eine relevante große Kommunikationsagentur und haben als größten Kunden die Lufthansa jener Zeit betreut. Macht der Laden immer noch, der immer noch meinen Namen trägt, mittlerweile aber zur Digitalgruppe von Accenture gehört, also ein weltweit tätiges Unternehmen, die Kreativagentur, Kommunikationsagentur Kolle Rebbe gekauft hat, nach meiner Zeit. Und wir waren zu der Zeit vom Umfang der Projekte her und von den Umsätzen her immer unter den Top 10. Aber dann gibt es eben noch andere Maßgrößen wie kreative Leistungen, die dann anhand von Preisen gemessen wurde, über die kann man auch lange diskutieren, wer die vergibt und so weiter und so fort. Aber da waren wir immer unter den Top 5, also wir waren schon relevant. Und ich bin auch sehr stolz drauf, weil wir, also mein mittlerweile leider verstorbener Partner Stefan Kolle und ich, wir hatten das vor 26 Jahren, 1994 gegründet und dann mit vielen tollen Mitarbeitern eben zu der Größe gebracht und zu dem Erfolg. Also gute Zeit, aber auch eine Zeit, die vorbei ist und die jetzt in diesen Corona-Zeiten eben ich nicht erleben möchte, weil die Welt wird nicht einfacher da draußen und für Kommunikationsagenturen nicht minder. Und alles wird digitaler und insofern liegt hinter mir, bin ich glücklich, dass ich da nicht mehr mitmachen muss. Sehr cool. Wenn ich da übergehe zum Thema dein bestes Investment, was du je getätigt hast, ist das dein Unternehmen gewesen? Ja, ganz sicher. Also das ist anhand dieses Investments oder anhand dieser Entscheidung kann man, glaube ich, auch die Entscheidung für und gegen Unternehmensanteile, also Börsenwerte, welcher Struktur auch immer, glaube ich, ganz gut festmachen. Das erste ist ganz sicher die Leidenschaft für das, was man da macht. Damit ganz eng verbunden die Kenntnis über das, was man macht. In der Regel weiß man, was man da tut, weiß man, worum es geht, kennt die Risiken, kennt aber auch die Chancen. Und natürlich auch der absolute Erfolgswille.
Und wenn man in einen Wert investiert, wo man sich sicher sein kann, dass diese Faktoren gelebt werden, bestehen, das kann man jetzt an den Großen, an den Teslas und an den Apples dieser Welt, vielleicht weniger an der Commerzbank und wenn es ums... An, ja, die wollte ich gerade nennen, aber die haben ja auch das eigentlich ganz clever gemacht, aber eben im, in der kriminellen, auf der kriminellen Ebene halt auch brillant bis zu dem Zeitpunkt, wo es eben geplatzt ist, auch zu meinen Ungunsten kann ich an der Stelle schon sagen, um die Frage nach dem schlimmsten Investment direkt zu beantworten. Da war ich auch dabei. Kurzum, die Investition in dieses Unternehmen und der bedingungslose Einsatz dafür war mit Sicherheit eine Top-Entscheidung und hat mir meinen Wohlstand bereitet. Nicht ein Aktienportfolio, sondern das Arbeiten in meinem Laden. Ich denke, es ist auch immer wieder ein Thema, was natürlich aufkommt, Börse, klar, dass das, was wir ja letztendlich auch vermitteln, dass du halt in Anführungsstrichen auch so denkst wie ein Unternehmer, weil du letztendlich Mitunternehmer bist. Es geht mir beim Trading gar nicht so um diesen Gedanken zu sagen, ja, ich bin so ein Trader, rein, raus, hin und her, sondern ich bin ja auch wirklich so ein Value-Investor, der sagt, wenn du was kaufst, beschäftige dich mit dem Unternehmen, mach dir bewusst, was das ist, was machen die, was ist der Mehrwert, den die kreieren. Und ja, ich glaube, das ist als Unternehmer natürlich super spannend, warum ja viele Unternehmer auch viel ihrer Einnahmen wieder reinvestieren, um zu sagen, okay, ich habe halt dann direkt auch einen Kickback, ich sehe einfach, was da passiert und ich habe die Hand drauf. Ja, absolut. Das ist der letzte Punkt. Der ist natürlich im Bereich der Börse schwierig. Also man hat ja nirgendwo die Hand drauf im Sinne von Einflussnahme ist nicht möglich, es sei denn, ich bin Warren Buffett. Der sind wir aber nicht hier in Hamburg, sondern wir sind halt eben dann doch kleine Investoren, die sind wir auch mit mehreren 100 Millionen Euro in großen Konzernen. Also die Einflussmöglichkeit ist immer gering, aber worauf man Einfluss nehmen kann, ist auf den eigenen Einsatz in der Tiefenbohrung, was machen eigentlich diese Unternehmen? Und das sage ich jetzt hier so lässig und halte mich selber nicht dran, wenn ich meine eigenen Investitionsentscheidungen angucke. Oft genug habe ich nur an der Oberfläche recherchiert, siehe Wirecard oder habe mich hinters Licht führen lassen. Oder habe eben mich treiben lassen von etwas, was, glaube ich, das Schlimmste ist, von dem man sich generell, aber insbesondere im Aktienmarkt treiben lassen kann. Und das ist das Wort Gier. Denn Gier ist ein hochemotionales Ding. Gier ist null rational. Gier hat nichts mit Nachdenken, Berechnen, nochmal drüber schlafen zu tun, sondern nur mit purem, ich will Kohle haben und das ganz schnell und ganz viel und meistens, ich würde sagen, in 99% der Fälle geht das in die Büchs. So bei mir, bei Wirecard geschehen. In der Hoffnung, dann noch einen schnellen Gain zu machen, zum völlig falschen Zeitpunkt eingestiegen. Mich gar nicht. Nochmal nachgelegt wahrscheinlich. Sicherlich, natürlich. In diese fallende Klinge reingegriffen. Auch einer, der selbst ich als Nicht-Börsenprofi kenne diesen Spruch. Von Costolani ist er, glaube ich, greife niemals in ein fallendes Messer. So hab mir da so die Hände aufgeschlitzt, ein, zwei Mal noch und am Ende eben auch einen ordentlichen Geldbetrag verloren. Das zum Thema Gier und Nachdenken und emotional sein. Das ist da an der Stelle völlig falsch. Du hast schon einen Satz dazu geprägt, bevor wir angefangen haben und das Tonband lief. Da sprachst du auch über das Thema, ja, ich habe eigentlich gar kein System gehabt. Ich habe das einfach irgendwie so... Genau. Einfach so aus dem Bauchgefühl gefühlt gemacht. Ne? Genau, das ist richtig. Aber da möchte ich eine Lanze für nicht nur meine Intuition, sondern für die Intuition schlechthin brechen. Intuition ist super wichtig in allen Lebensbereichen. Ich habe meinen Kindern auch gelehrt, gerade meinen Mädchen, wenn du spürst, in dir drin ist irgendwas nicht in Ordnung in der Situation, geh weg. Du spürst, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und umgekehrt solltest du auch auf deinen Bauch hören, wenn du spürst, dass etwas in Ordnung ist, dass irgendwo eine Chance ist, dass es dort klappen könnte. Und insofern ist das mit der Intuition schon ganz richtig. Und so kann ich jetzt von mir zumindest behaupten, habe ich in dieser Corona-Zeit eben dann auch ein paar gute Entscheidungen aufgrund meiner Intuition getroffen und dann eben so Werte wie Tesla oder Doc Morris zur Rose-Gruppe gekauft und weil es mir einfach klar war, das muss jetzt irgendwie, wird irgendwie laufen. Und die Gier-Entscheidungen sind mir auf die Füße gefallen, die intuitiven und irgendwie mit gesundem Menschenverstand getroffenen Entscheidungen, die waren eben besser. Aber es ist halt eben, wie du sagst, kein System, sondern es folgt
einer irgendwie, einer Intuition. Und das sollte man vielleicht auch ändern. Ich zumindest. Deshalb muss ich dringend ein Seminar besuchen. Das ist eine gute Idee. Die Zusage gibt es schon, aber das Datum steht noch nicht. Genau. Ja, sehr cool. Das sind also die Hauptpunkte so ein bisschen, auch was ich auf meinen Seminaren erzähle. Das eine ist natürlich das System. Intuition ist absolut richtig. Letztendlich, ich erzähle gerne mal auch auf dem Tag der Finanzen Teilnehmern, geh doch einfach mal zu so einem Zukunftssymposium, guck mal, was da ist, wo das hingehen kann, was in der Welt passiert. Ich sage, es sind immer zwei große Punkte an der Börse, um Geld zu verdienen. Das eine ist überhaupt mal Optimismus zu haben. Und das zweite ist eben auch an den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt zu glauben. Gerade wenn man die Welt mal vor 15, 20, 30 Jahren nimmt, du bist jetzt noch ein paar Tage älter als ich, da kannst du noch weiter zurückgehen. Und wenn man das mit heute mal vergleicht, ich habe so ein legendäres Beispiel mal gehabt aus der Idee mit dem Apple iPhone, als das aufkam. Ich habe das erste gar nicht besessen und da habe ich die Aktie auch noch nicht gleich gehabt. Allerdings war das so damals, ich kann mich daran erinnern, weil ich da in der Zeit im Vertrieb unterwegs war, da hatte ich ein Nokia 6310i als Handy, so dieses typische Business-Handy, was es damals gab. Dann hatte ich einen Palm für die Kalender und eine Digicam, falls du mal Bilder machst. Und dann kam dieses Unternehmen um die Ecke und sagt, hier ist mein iPhone, das kann alles. Und ich habe gedacht, Alter, wie geil. Und wenn das einen Markt hat, also wenn ich das schon mag, dann muss es da draußen auch noch viele geben. Und ich habe damals meine ersten Apple-Aktien für um und bei $20 gekauft. Dankeschön. Jetzt stehen wir irgendwie über 400, wobei jetzt gibt es ja einen Split, dann ist es wieder ein bisschen mehr als 100. Ja, ja. Aber da gebe ich dir absolut recht, so die Intuitivität, auch jetzt gerade in den letzten Monaten durch Corona, wenn man an so eine Aktie wie Zoom denkt oder so, einfach die Digitalisierung, ist ja Wahnsinn, was da aus diesen Werten auch geworden genau. ist. Genau. Und das auch zu deinem Thema 3 in 1, also Kamera, Telefon und Planer. Es ist halt zu der Zeitpunkt auch eine Einzelstellung und ein Wettbewerbsvorteil gewesen, der natürlich aufgeholt wurde dann von anderen, aber den es in der Form nicht gab. Und das muss man eben auch sich anschauen. Und selbst alle schon extrem hoch bewerteten Aktien, auch wie ein Alphabet oder Google eben und auch ein Amazon sind Aktien, die nicht an Wert verlieren werden, es sei denn, es kommt ein Crash, aber dort ist einfach eine Alleinstellung vorhanden, die ist nicht einzuholen. Und deshalb sagt es der gesunde Menschenverstand, dass man da im Prinzip nichts verkehrt machen kann. Und so bin ich bislang an mein bescheidenes Portfolio irgendwie rangegangen. Aber das wird sich ja ändern, wenn ich dann zum Superspreader werde, aber zum Supertrader eines Tages durch deine Hilfe. Und dann schauen wir mal. Also bei Amazon kann ich gleich einhaken, da war ich auch zu spät dabei. Ich kann mich noch erinnern, als damals hier dieses Boll.de, BOL, mit den ersten Büchern anfing. Und Amazon war dann einfach bei mir auch zu spät. Wobei man sich heute mal überlegt, und da stimme ich dir absolut zu, alleine die Bewertung dieser Unternehmen, auch im S&P 500, oder wenn man sich heute überlegt, dass Amazon mittlerweile 400 Millionen Produkte verkauft, dann kann man sich überlegen, was da für eine Macht hintersteckt. Cool. Mich würde absolut interessieren, lieber Stefan, wie definierst du denn für dich Wohlstand? Tja, Wohlstand. Wohlstand ist ganz sicher auf der einen Seite eine gewisse monetäre Basis, auf der man aufsetzen kann, die einem sozusagen das Wasser, den Regen vom Kopf fernhält, also das Dach über dem Kopf. Aber im Kern ist Wohlstand für mich nichts Monetäres, sondern die Freiheit, meine Entscheidungen relativ unabhängig treffen zu können. Es gibt immer Abhängigkeiten, die beginnen bei der Familie, bei den Planungen, die man mit der Ehefrau, mit den Kindern hatte und ein paar andere Sachen. Aber im Kern, frei zu sein und nicht irgendjemandem dienen zu müssen, ist für mich der allergrößte Wohlstand. Und ich war jetzt gerade in Dänemark eine Woche. Das war ziemlich, würde man sagen, rudimentär, ohne Shishi, ohne Schnickschnack und da abends in so einem kleinen Hafen irgendwie gesessen. Also ich bin kein Segler, wir sind da hingefahren, haben uns da zwei Pullen Bier geholt und haben uns da an die Mole gesetzt und haben uns den Sonnenuntergang angeschaut. Das war Wohlstand. Das ist Glück, das ist Freiheit. Und
Aus solchen Momenten ziehe ich sehr viel und die strebe ich auch an, häufig zu haben. Muss man natürlich auch bereit sein, die dann auch so anzunehmen. Andere Leute sind es eben Wohlstand, wenn sie mit ihrem SUV beim Säckler bei der Sansibar vorfahren und an ihren reservierten Tisch gehen und er vielleicht an den Tisch kommt und sagt, hallo, wie geht's? Und dann ist das für sie der Wohlstand, dass der Promi wird, ihnen irgendwie auf die Schulter klopft. Jeder hat seine eigene Definition, meine hat was mit Freiheit und ganz einfachem Glück zu tun. Ich finde es krass, weil das ist auch was, was ich selber bei mir gemerkt habe. Ich war auch lange Zeit immer so, ich sag mal, wenn man Menschen, die wenig Geld haben, die geiern natürlich so nach dieser Idee der neuen Elva, die coole Finca auf Mallorca, wie auch immer. Andersrum hat sich das bei mir zum Beispiel komplett verändert. Ich habe ja meinen eigenen Podcast auch daraus gemacht, dass ich gesagt habe, ja, ich bin halt so der Millionär von nebenan, der eben nicht 5 Autos hat, keine Finca auf Mallorca, auf den Kanaren, kein Boot, kein Learjet. Der hat einfach tatsächlich nur 2, gut, jetzt mittlerweile 3 Autos, okay. Ein relativ normales Haus mit gut 200 Quadratmetern und ich habe jetzt auch nicht 34.000 Hektar Land, sondern mir geht es ähnlich wie dir. So dieser Gedanke, finanzielle Freiheit, finanziell ist die eine Seite, das sehe ich sogar noch mehr, so ein bisschen aus der Sicherheit, das Gefühl auch zu haben, okay, deine Jungs, ich habe ja 2, die sind versorgt, wenn die groß werden, zumindest theoretisch. Und praktisch ist es genau das, was du gerade sagst, dieser Freiheitsgedanke, Zeit selber einteilen zu können, genau. Eben das zu tun, worauf man gerade Bock hat. Und ich habe das erlebt in meiner Zeit damals als Investmentberater. Da war ich ja auch selbstständig, konnte mir eigentlich auch alle Zeit nehmen. Allerdings hast du natürlich mit Kunden Termine gehabt. Und ich habe Tage erlebt, so wie zum Beispiel heute bei 30 Grad im Schatten, da habe ich dann mittags die Kunden angerufen und habe die Termine abgesagt. Aus so einer Nummer wie, ich habe noch einen Termin vorher, der dauert ein bisschen länger, ich schaffe das nicht, können wir das nicht schieben. Und so habe ich alle 3 angerufen, nur aus einem Grund, damit ich bei 30 Grad im Schatten vielleicht am See liegen kann und nicht arbeiten muss. Und da habe ich schon total gespürt, dieses Freiheitsthema ist für mich mega, mega wichtig. Und aus dem Moment heraus entsteht auch wieder was Produktives und man kommt auf Geschäftsideen oder auf Ideen, sein Leben irgendwie zu gestalten. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Und es sagt sich so leicht, es ist aber eben auch schwer zu erreichen. Also man muss sich auch dann ein bisschen quälen, um eben auch, was das Finanzielle angeht, da hinzukommen, dass man vielleicht dann auch sagen kann, nee, ich sage dem Kunden jetzt ab oder ich mache das jetzt irgendwie so, wie ich das will. Aber der Wert, das, was man dafür bekommt, das ist halt eben schon eine sehr, sehr gute Sache. Und nochmal was zum Thema Geld und Reichtum und so. Ich komme aus sehr normalen bis einfachen Verhältnissen. Und ich wohne jetzt in einer Gegend in Hamburg, wo ich umgeben bin von Leuten, die richtig viel Geld haben. Und bin dann mit denen teilweise unterwegs und lerne dann Leute kennen, die noch mehr Geld haben, wo dann eben auch diese irren Häuser an irgendwelchen tollen Stellen und diese ganze Nummer mit den Yachten und so weiter. Und stelle fest, je wohlhabender die Leute sind, zumindest hier in Hamburg, vielleicht ist das in Düsseldorf oder München anders, keine Ahnung, desto zurückhaltender und feiner sind die und lassen es eigentlich nicht so raushängen. Und das finde ich sehr schön, weil die eben auch selber wahrscheinlich wissen, es hat dann irgendwann keinen Wert mehr. Und wie sagte Michael Schumacher schon so richtig, Gott, hab ihn selig, hätte ich fast gesagt, noch lebt er ja. Nur der Scheich ist wirklich reich. Da ist er nämlich irgendwie in Dubai gewesen, hat dann den wirklichen Reichtum gesehen für einen Mann, der auch hunderte von Millionen auf dem Konto hat. Also ich finde es müßig, über dieses Geld zu reden. Das muss jeder für sich bestimmen, wo er seinen Reichtum irgendwie sieht. Ich finde das spannend aus der Idee, dass ich auch mal gerne sage, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld zeigt den Charakter. Und das, was ja auch immer passiert, ist so, ich sage mal gerade so, wenn man das Fernsehen zum Beispiel nimmt, wenn man an so Leute denkt wie die Geissens oder wie auch immer, wo du denkst, Alter, was für Idioten, jetzt mal böse gesagt. Das krasse Gegenteil erlebe ich tatsächlich auch so, wie du das erzählst, weil ich natürlich auch durch mein Vermögen, durch Gespräche, Themen und so weiter in solche Gruppen jetzt reinkomme. Und dann stellt man genau nämlich das fest, die richtig Reichen sind total nett und freundlich. Ja. Viele sogar richtig bodenständig. Ja. Die wissen, die könnten sich alles leisten, aber die interessiert das gar nicht. Genau. Das ist für mich spannend, dass du das auch so bestätigst. Ja. Ja.
Und an den Menschen sollte man sich ein Beispiel nehmen. Und ich werde halt immer hellhörig, wenn ich eben so Aufsprechertypen sehe, die es wirklich raushängen lassen und noch eine Bulle Champagner und guck mal hier und guck mal da. Dann denke ich, na, ich glaube, bei dir ist das doch ein bisschen mehr Schein als tatsächliche Kohle, die du hast. Aber ist mir auch letztlich wurscht. Mich interessieren so Leute nicht, ganz einfach. Jetzt bin ich gespannt, wie du die nächste Frage beantwortest. Ja, die lautet. Die bezieht sich ja schon auf das Vermögensthema. Ja. Wir haben also kreiert die Frage, dein ganzes Vermögen geht durch einen unglücklichen Umstand verloren. Was wären so deine ersten drei Schritte, Stefan, um wieder Vermögen aufzubauen? Ich würde mich auf das besinnen, was ich kann. Und lass jetzt hier nicht groß ausführen, aber das ist schon eine gewisse Menschenzugewandtheit und ein gewisses Vertriebstalent und auch eine ganz sicher auch Fleiß und Leidensfähigkeit, so wie ich das auch von meinen Eltern, waren Gastronomen, die haben Restaurant gehabt, die haben immer gearbeitet, Tag und Nacht, Sommer, Winter, immer. Und dann würde ich schauen, dass ich auf der Basis wieder in selbstständiger, ich betone selbstständiger und nicht fremdgesteuerter Arbeit, wieder Fahrt aufnehme und wieder mir das Geld irgendwie hole, was ich brauche zum Leben, und würde dann natürlich auch gucken, ob ich vielleicht hier und da was investiere. Würde natürlich auch schauen, was sind die Zeichen der Zeit, also in welchen Bereichen ist es gerade, geht gerade was ab, wo kann man sich vielleicht mit seinen eigenen Fähigkeiten andienen und sagen, ey, ich mache hier mit, so würde ich das machen. Also jetzt keine Investitionsentscheidung treffen, das Letzte, was ich hätte, noch irgendwie diese oder jene Aktie oder weiß ich was, sondern wieder genau wie damals das machen, was ich kann, versuchen da erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ich wäre es auch. Und dann würde wieder ein neuer Abschnitt losgehen. Ganz einfach. Du wärst es mit Sicherheit, weil bei dir galt, glaube ich, auch immer das Motto, tue, was du liebst, und das Geld folgt von alleine, oder? Das ist so. Genau. Versuche ich auch meinen, nicht versuche ich, sondern sage ich meinen Kindern, ihr müsst nicht des Geldes wegen arbeiten gehen, sondern ihr müsst das tun, worauf ihr Bock habt, was ihr gut könnt, und damit überzeugen. Und dann wird ganz sicher auch die Kohle kommen. Irgendwie, in welcher Menge, das wird man sehen, da muss man auch ein bisschen Glück haben, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, das war bei mir auch so, und mit die richtigen Partner finden, und das ist alles nicht ganz, sozusagen, kommt nicht von selbst, da gehört auch diese Glückskomponente dazu, aber wenn man fleißig ist, dann klappt das auch. Cool. Mir fällt eines muss ich jetzt loswerden. Bitte. Du redest gerade von Kohle. Ja. Das ist fürs Unterbewusstsein wirklich schlecht, weil Kohle legt man auf den Grill und steckt die an. Du hast recht. Wenn du vertrauensvoll von Geld sprichst, ist das besser. Ja, ich danke dir für den Hinweis, denn dass die Worte prägen auch dann das Bewusstsein, und das ist richtig. Du hast recht. Ja, stimmt. Das brauche ich dir als Kommunikationsberater nicht zu erzählen. Ich habe heute Morgen einen Podcast aufgenommen, der wird ja auch irgendwann online gehen. Ja. Mit unserem Trading-Psychologen, dem Norman Welz. Ja. Der sagte auch, das ist Wahnsinn, wie Menschen einfach geprägt und programmiert werden durch die eigene Sprache, ganz durch sicher. Das Umfeld, durch, ja klar, Mann, Frau, Kinder, wie auch immer. Mhm. Aber natürlich auch das ganze Thema Internet, Fernsehen, Werbung. Mhm. Und er sagte so flapsig vorhin zu mir, wann programmieren wir uns denn mal selber richtig gut? Mhm. Das ist mir halt so ein bisschen auch als Coach in der Wiege, dass ich dann immer, wenn ich das in Gesprächen sowas erlebe, bin ich immer so ein Typ, der gleich so mit dem Finger darauf aufpassen. Aber ich fühle mich überhaupt nicht angefasst, ganz im Gegenteil. Ich, auch das ein wichtiger Aspekt. Helmut Schmidt sagte mal, man kann jeden Tag noch ein bisschen was dazulernen. Das ist das beste Prinzip, offen zu sein für alles. Viel zu lesen, viel zu hören, viel zu sprechen. Ich kenne uns jetzt noch nicht so lange, aber jedes Gespräch mit dir ist inspirierend und bringt mich irgendwie ein Stück weiter. Danke. Und es ist so. Und das muss man eben dann auch annehmen. Und Leute, die sich sofort sperren und sagen, für mich bleibt Kohle über Kohle, der hat den Schluss halt nicht gehört. Also deshalb danke für den Aspekt. Ich denke drüber nach. Sehr cool. Ja, wir sind eigentlich schon ziemlich zum Ende angelangt, lieber Stefan. Hast du noch einen vielleicht spannenden Tipp oder so aus deiner Zeit oder einen coolen Buchtipp, wo du sagst, Mensch, das ist so etwas, was dich sehr, tolle Ideen gegeben hat? Ja, ich habe mal, ich könnte jetzt natürlich meine ganze irrsinnig lange Bibliothek, die ich natürlich nicht habe, doch vielleicht doch, ein paar Bücher habe ich schon gelesen in meinem Leben, jetzt hier zitieren, aber ich möchte mal das jüngste Buch nehmen, was ich heute Morgen im Flugzeug von Düsseldorf hierher
weitergelesen habe, das ist ein langes Buch. Und zwar ist das ein Buch über Facebook, hat ein bisschen reißerischen Titel, ein Weltkonzern am Abgrund oder so, habe ich beim Hinflug nach Düsseldorf da am Flughafen in dem Regal gesehen, ein fetter blauer Wälzer, dachte mir, oh nee, so ein dickes Ding da. Aber weil ich eben Facebook so schrecklich und doch so gut finde, dachte ich, mit diesem Zuckerberg irgendwie mal näher kennenlernen wollte, den ich eigentlich, wenn ich ihn sehe, für so einen Reptiloiden halte und denke, das kann alles nicht sein, dieser Mann hat eine solche Macht, habe ich mir das Buch gekauft und lese das gerade. Bin jetzt knapp bei 100 Seiten, glaube Seite 95 oder so, von 400, 500. Und da wird eins klar, dass dieser Mann, der ja eins der wertvollsten Unternehmen der Welt besitzt, ja, das muss ich mal vorstellen, mit noch nicht mal, wie alt wird er jetzt sein, noch keine 40, Mitte 30 oder so, der konnte was. Der war nämlich ein echter Nerd. Der war in Mathe sehr gut, der war in seiner Uni, so, das wird gerade die Zeit beschrieben, wie das Ding irgendwie, wie er diese sozialen Netzwerktrends irgendwie aufgegriffen hat und gemacht hat. Also, der kann was, der ist super fleißig, das hat nichts mit Glück zu tun, das ist pures Durchsetzungsvermögen und das ist harte Arbeit. So, nichts mit Füße hoch, Sonne legen, Cocktail trinken. Und so ist es ja auch bei deinen Seminaren und bei dem, was du lehrst. Das ist ja auch nicht, das kommt ja nicht von selbst. Da musst du ja auch ein bisschen nachdenken und ein bisschen auch schwitzen und ein bisschen tun. Also fand ich ganz interessant. Allerdings auch charakterlich zeichnet sich da ein Bild, so wie man sich das mit ein bisschen Empathie, wenn man den sieht, auch vorstellen kann. Der hat sie halt nicht mehr alle letztlich aus meiner Sicht. Aber ist halt eben super erfolgreich und hat diesen Biss. So, das ist das, was ich daraus ziehe. Interessantes Buch, wer sich für Facebook interessiert, sollte sich das mal durchlesen. Und es zeigt halt auch diese ganze Entwicklung der digitalen Wirtschaft nach der Dotcom-Blase, wie das so alles lief und auch mit dem, wie da Leute sich beteiligt haben, investieren und so weiter. Das ist das eine. Und das andere auch auf der Basis meiner Wahrnehmung im Moment von diesem unerträglichen amerikanischen Präsidenten, Herrn Donald Trump, ein Buch, das heißt Die geheime Macht der Narzissten oder so. Das ist von einer französischen Psychologin geschrieben und die beschreibt eben, was die Leute mit diesem Krankheitsbild so antreibt, wie das zusammenhängt und was das letztlich bedeutet. Und dieses Buch ist dann hinten raus, wiederholt es sich auch und ich bin jetzt auch kein Naturwissenschaftler und so. Aber ich fand es halt hochinteressant, weil es eben das, was dieser Typ da macht, komplett vorausberechenbar macht, aber gleichzeitig auch nicht, weil der nämlich ein Narzisst ist, der nur sich selbst sieht und nur aus dem Moment heraus agiert, um diesen kurzfristigen Applaus zu bekommen, sich um nichts schert und eins ist brandgefährlich. Wären wir jetzt hier in amerikanischen Umfeld, wir sagen, don't vote for Trump, das ist abartig, dass so eine Figur diese Macht haben kann. Und noch schlimmer sind die Leute, die den stützen. Absurd. Das ist mein Buch gefehlt. Ich habe ein bisschen Angst, dass der tatsächlich wieder gewählt wird. Die Angst teile ich mit dir. Das ist noch nicht durch, dass er nicht gewählt wird. Nein, das ist nicht durch. Sehr cool. Ja, Stefan, ich sage dir vielen, vielen Dank für das coole Interview mit dir. Sehr interessante Ansichten. Ja, wenn du als Hörer auch ein bisschen was mitnehmen konntest, ein paar coole Ideen, ein paar tolle Sachen, freuen wir uns natürlich über ein paar Likes oder auch Kommentare unterhalb des Podcastes. Und einige Learnings für dich dabei gewesen, gehe ich sicher von aus. Und dann freue ich mich schon jetzt auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, der Börseninvestor ist online. In diesem Sinne eine gute Zeit. Vielen Dank, bis bald und ciao.